Okay, liebe Leute, für die Twin Otter gab es den ersten Patch. Die Version 1.0.1.0 ist draußen. Wir gehen im Video mal ganz kurz das Changelog durch und machen dann hier in Schönefeld eine ganz kleine Testrunde, um mal zu schauen, ob der Autopilot das ILS gehalten bekommt. Der größte Kritikpunkt war ja eigentlich der Sound oder ist auch immer noch der Sound. Ja, selbst nach dem Patch gibt es noch sehr viele Kritiken im, sag ich mal, im Forum. Ich persönlich finde es gar nicht so schlecht, muss ich wirklich sagen. Der Patch ändert aber nicht nur den Sound, ändert auch einige Funktionalitäten. Damit ihr euch aber nicht wundert, dass es bei euch vielleicht anders klingt, zeige ich mal ganz kurz meine Soundeinstellungen. Ich habe nämlich einfach den Sound für die Twin Otter wirklich ein bisschen runtergedreht in den Einstellungen, weil die Gesamtlautstärke ist einfach unheimlich laut in der Twin Otter. Das Verhältnis außen-innen in meinen Augen ist jetzt deutlich besser geworden. Sound. Und ich habe das im Moment so eingestellt. Ja, Triebwerke auf 25 und Flugzeug Sonstiges auch auf 25. Bei Flugzeug Sonstiges sind zum Beispiel die ganzen Treibstoffpumpen und der Ventilator und so mit bei. Die sind einfach auch noch unheimlich laut gemischt. Ja, ansonsten Cockpit 75, Warnungen auf 100, Stimmen auf 100. Und mit dieser Einstellung kann man auch wunderbar einfach den Funk hören. So, das erstmal dazu, ja, damit ihr euch sag ich mal, ungefähr vorstellen könnt, auf welchem Soundlevel wir uns befinden, von der Lautstärke her. Wir gehen mal ins Changelog rein, gehen das einfach mal ganz kurz durch. GPS Inhibit Switch wurde hinzugefügt. Ja, das ist hier dieser Punkt, damit können wir die GPWS Warnungen ausschalten. GPWS ist Ground Proximity Warning System. Diese ganzen Callouts, ja, also hier, wenn man zu dicht an den Boden rankommt, ne? Winglights wurden hinzugefügt. Elevator und Ruder Trim Knob Animations. Ja, da sind die hier. Die sind jetzt eigentlich. Da, ich bewege schön die Flaps, ja, und möchte eigentlich den Trim-Knopf zeigen. Ne, hier unten. Fängt gut an, wa, Leute? Fängt echt gut an. So, Torque Link on 300 Cargo 4 Blade, Nose Gear. Die habe ich jetzt nicht drin, kann ich auch gar nicht genau sagen, was ist. Die Variablen für Elevator und Aileron, also für Höhenruder und Querruder, wurden ein bisschen angepasst, sodass das jetzt im Multiplayer alles gehen sollte. Control Lock auch im Multiplayer. Dann wurde der Sound ein bisschen überarbeitet. Ich habe mir die ganzen Sachen mal angeguckt, auch die Sound XML und im Forum viel gelesen. Die Sounddateien, die hier für die Aerosoft Twin Otter benutzt werden, sind eigentlich von einem guten Pack. Das gab es für den FSX schon, auch als Add-on oder so. Also die Qualität der Soundfiles an sich ist gar nicht so schlecht. Im Moment haut aber das Ganze mit dem W-Weiß noch nicht so richtig hin. Insbesondere so die Übergänge, ja, zwischen den einzelnen Stages. Aber es ist deutlich, deutlich besser als in der Release-Version. Und wir haben jetzt auf jeden Fall alle Engine-Sounds im Flug gedämpft. Ja, wenn die Tür zu ist. Das war in der Release-Version noch nicht ganz so. Ja, aber zumindest das funktioniert jetzt. Auch der Wind ist gedämpft. Ne? Also es kommt jetzt nicht mehr so das tierische Rauschen, wenn man die Tür aufmacht. Das war in der Release-Version auch so. Und ja, bestimmte Sounds sind trotzdem, also in meinen Augen, noch nicht ganz richtig verdrahtet einfach im W-Weiß. Zum Beispiel, wenn wir die Engine hochfahren oder so, den Starter an sich, den hört man draußen gar nicht. Das ist einfach ein bisschen. Es sieht ein bisschen ungewöhnlich aus. Aber ich sag mal im Flug, ich find's okay. Vollkommen okay. Es gibt wesentlich Schlimmeres. So, Autopilot Losing Altitude in Hold Mode ist ein bisschen gefixt worden. Ich habe schon Testrunde gedreht, also selbst wenn man langsam fliegt, also bei mir hält er super die Höhe. Glidesloop. Auch im Testflug hat er die. Glidesloop hat er im Testflug auch ganz gut gehalten. Exterior View Engine Instruments habe ich ja eh ausgeblendet, aber das sind halt die Instrumente, die hier so angezeigt werden in der Außenansicht, die viele ja anhaben. Performance Data in Aircraft Selection Window, naja, das ist jetzt nicht so wichtig. Wind Sound at Rear Door, also der Wind Sound an der hinteren Tür, ne, wurde gefixt. Das war, glaube ich, hinten extrem schlimm. Ja, bei Wind, das ist richtig laut geworden. Boost Pump.
das wurde gefixt. Ich hatte das in beiden Videos gesagt, ne, dass die ganze Logik hinter diesen Annunciators nicht gestimmt hat. Aber im Moment, stimmt das wirklich? Machen die mal aus. Und die Boost Pumps Annunciators sind das hier und es passt alles jetzt. Ne? Wenn wir die Forward-Pumpe anmachen, sind die After-Warnungen an, also die hinten. Und wenn wir hinten die Pumpe anmachen, sind die Forward-Warnungen an. Genauso, wenn beide Pumpen an sind und wir drücken beide auf Vorwärts, also auf Forward, dann sind die Aft-Warnungen an. Und wenn wir auf Aft machen, sind die Forward-Warnungen an. Also das haut jetzt hin, das haben sie absolut gefixt. Volt Indicators show no volt when generators are off. Also diese Indicators, die Voltmeter zeigen auch wirklich dann 0 Volt an, wenn die Generatoren aus sind. Und das war mir gar nicht, glaube ich, so extrem aufgefallen. CDI Needle, also Cursed Deviation Indicator. Das ist die hier. Und auch die hier. Mir ist das nicht so aufgefallen. Ja, da wurde wohl gefixt. Die sind wohl von Seite zu Seite gesprungen, wenn man irgendwie ein Vonradial geflogen ist. Missing Needle Error in Copilot HSI. Hier muss irgendwas gefehlt haben. Ist mir auch nicht aufgefallen gewesen. Nav Head Flex. Das sind diese Flex, ja, sind gefixt worden. Separated. Ach so, die Lichter wurden einfach, ne, vom GNS und vom Autopiloten wurden vom Copiloten-Dimmer entbunden. Also abgekoppelt. Propeller De-Ice funktioniert für beide und Engine Anti-Ice funktioniert jetzt auch für beide Seiten. Das war ja auch aufgefallen, das hatte ich auch gezeigt, glaube ich. Wir gehen mal ein bisschen hoch. Gehen wir ins Overhead-Panel. Ich lass mal kurz stabilisieren. Und Anti-Eis. Ah, jetzt gehen beide Torque-Werte runter. Das war vorher falsch verdrahtet. Die Lautstärke der Ground Proximity Warnings Glideslope Callouts wurde erhöht. Und der HSI-Knopf. Das hat mir alles noch nicht getestet, ne? Der hier. Heading Bug, der ging wohl nicht. Geht jetzt auch. Und ja, ein paar Lücken in der Decke. Na ja, gut, jetzt sind sie nicht mehr da, ne? Jetzt brauche ich es nicht zeigen. Ja, das ist so das Changelog. Also ich find's super, das Flugzeug. Sorry, ich kann also diese ganzen Kritiken nicht so extrem verstehen. Es gibt wesentlich Schlimmeres, aber ich bin auch immer nicht so anspruchsvoll. Ne? Ich kenne auch den originalen Sound nicht, aber wie gesagt. Gut, dann machen wir mal einen kurzen Check, bevor wir starten und fliegen hier mal kurz eine ILS-Landung in Schönefeld. Übrigens zum Kneeboard, die Frage kommt immer wieder. Ich mache ein kurzes Video noch drüber. Ich komme nur einfach im Moment nicht dazu, aber es kommt die nächsten Tage. Und ja. Checkliste habe ich auch erstellt, ist inzwischen auch auf FlightSimTO als Download verfügbar, ist aber wirklich eine Work-in-Progress-Version. Das ist unheimlich umfangreich, die Twin Otter. Ja, aber ich habe es versucht, so genau wie möglich zu machen. Deswegen sind auch noch ein paar Tippfehler drin. Aber im Großen und Ganzen funktioniert das oder passt das, sagen wir es mal so. Und wir gehen mal in die Takeoff, also Before Takeoff schnell rein, um einfach nur mal sicher zu gehen und uns die Zahlen kurz anzugucken. Propellerlever voll vorwärts, Flight Instrument, achso, erstmal wieder Power raus hier. Flaps 10 haben wir gemacht, Bleed Air ist aus, De-Ice ist aus, Pitot Heat. Machen wir mal schnell an, obwohl wir es heute eigentlich nicht wirklich brauchen, aber Pitot Heat macht man in vielen Flugzeugen laut Checkliste wirklich einfach an, gerade in der kommerziellen Luftfahrt, einfach um auf Nummer sicher zu gehen wahrscheinlich. Dann Trim. Ich trim ganz klein bisschen Nose ab. Minimal. Ja, so 1, 2 bei mir ist das. Wir können ja mal kurz gucken, ob es da eine Markierung gibt. Ja, wir haben ja so eine kleine Markierung, ne, für den Takeoff, so wie es aussieht. Ja, ich gehe so
so circa, ne? Also bei mir ist es 3. Stehen jetzt keine Zahlen dran. Und minimal nach rechts, ne? Auf diese Take-Off-Markierung. Dann Altimeter setzen. Das mache ich aber jetzt mal mit einem Knopf. Ganz schnell. Einfach lokalen Luftdruck gesetzt. Transponder lassen wir schnell weg. Autopilot. Ja, wir wählen schnell eine Höhe vor. Wir machen mal 3000 Fuß. Oder wir stellen mal 3000 Fuß ein. Zack. Flight Data Recorder lassen wir weg. Passagier lassen wir auch weg. Ist einfach nur ein Testflug. Wir sind fast voll beladen. Wir haben ja 12.000 Pfund. Bei 12.000 Pfund haben wir eine VR von 73 und 50 Feet Speed von 77. Best Angle 87. Wir haben keine Hindernisse. Das heißt, wir rotieren und versuchen auf 87 zu kommen, das ist gut. Und da ziehen wir auch die Flaps ein. Engine Limits sind klar. Fuel Condition Lever ist klar. Landing Lights. Wir gucken nochmal schnell. Ah, es müsste alles an sein. Die sind an. Und Strobes sind auch an. Okay, sind wir ready. Können wir schnell eine Runde fliegen. Wir stellen uns schnell die Frequenz ein. Das ist die 109. 5 auf der 25 links in Schönefeld. PER. Ich stemme für die visuelle Referenz das mal ganz kurz. Naja, klar, vergessen umzuschalten. Wir müssen CDI umschalten auf VLOG, sonst ist das immer gesperrt. Jetzt ist die Flag auch weg. Enough Flag. Und Heading Back stellen wir uns auch schnell da vorne ein. Ich habe mich wirklich viel mit WeWise jetzt auch beschäftigt, also mit diesem Soundmodul. Ne? Man kann in den Sound-XMLs auch nicht allzu viel ändern, wenn das nicht richtig verdrahtet ist. In der Hauptdatei habe ich das Gefühl. Da habe ich ja viel experimentiert. Ich habe wirklich jetzt 2 Tage nur an der Twin Otter gesessen, um zu gucken, ob man mit dem Sound noch ein bisschen was reißen kann. Und dann kam der Patch, aber ja, es ist nicht so einfach. Es gibt eine Möglichkeit, sich dieses Soundpack runterzuladen, ne, vom FSX. Gibt es auf dem Market für circa, was sind jetzt so 13, 14 Euro oder so. Man könnte man Legacy Sound benutzen. Aber das, ich werde es vielleicht mal testen und mal ein Testvideo machen. So, wir haben alles eingestellt. Jetzt legen wir erstmal los. Ich bremse, setze Takeoff Power, ja, maximal 50 Psi. Und ich habe den Sound hier wirklich vom Motor im Cockpit, also insgesamt richtig runtergedreht, ne? Weil auch wenn es eigentlich im Flugzeug unheimlich laut ist, wir dürfen nicht vergessen, Piloten tragen Kopfhörer. Das heißt, es sollte schon relativ leise auch im Cockpit sein. Das vergessen immer viele, denke ich, also gerade auch Entwickler. Dass hier nie ein Pilot ohne Kopfhörer sitzen würde, glaube ich. Was hat gesagt? Schon wieder vergessen. 73 und dann auf 87, ne? Habe ich gesagt. Ja, das Ruder ist eigentlich schon ist zu stark. Ist zu viel rechts, glaube ich. 87 war Best Angle, ne? Aber es. Flaps rein. Muss ich natürlich wieder ein bisschen gegentrimmen. Yaw-Damper an. Wir haben eigentlich eine relativ sichere Höhe. Das heißt, ich nehme Power raus, um den Motor zu schonen. Wir gehen mal so auf 40 Torque zurück und 85 RPM. Warum den Motor zu schonen? Ich stelle jetzt das Rudder Trim wieder auf neutral. Jetzt machen wir den Autopiloten an. Es ist schade, dass man die vertikale Geschwindigkeit vorher nicht irgendwie einstellen kann. Das heißt, er levelt irgendwie aus. Also ich habe es nicht hinbekommen, ne, das so einzustellen wie vorher.
Dann steigen wir mal auf 3000 Fuß. Schalten jetzt noch den Heading-Modus an. Und wir drehen jetzt quasi 90 Grad erstmal zum Kurs. Ne? Jetzt erstmal ein Stück zurückfliegen. Grad. Ich wieder. Natürlich wollen wir komplett in den Gegenkurs fahren. Das war einfach nur der Warnton, dass wir 1000 Fuß unter der eingestellten Höhe sind. Alles gut. Also ich finde es angenehm. Also ich finde es wirklich angenehm jetzt hier im Cockpit. Ja, man hört den Funksound. Ich mach mal einen Co-Piloten an. Man hört den Funk. Eigentlich super, ne? Das nochmal Außenansicht hier. Bestimmte Übergänge sind schon ein bisschen komisch. Und es gibt ab und zu so ein Klackern. Also ein etwas eigenartiges Geräusch steht auch im Forum drin, wo ich noch nicht ganz sicher bin, welcher Sound das ist. Wie gesagt, es kam gestern erst frisch raus, der Patch. Ja. Muss ich nochmal neu in die Sound-Config reingucken oder in die Sound-XML. Aber das wird alles. Wir dürfen nicht vergessen, die Twin Otter ist eine Woche draußen. Ja, und schon kommt der erste Patch, der doch einige Fehler behebt. Und ich bin mir eigentlich sicher, dass beim Sound auch noch was passiert. Und kein Flugzeug eigentlich heutzutage kommt irgendwie ohne große Bugs raus. Ja, selbst die Kodiak hat eigentlich einen Patch bekommen, relativ schnell. Die DC-6 von PMDG, selbst die war nicht bugfrei, als sie rausgekommen ist und so weiter und so fort. Wir gehen mal ein bisschen runter, dass wir nicht so einen langen ILS-Anflug haben. Wir gehen mal auf 1500 Fuß runter, dann haben wir ungefähr 6 Meilen. So 5 Meilen ILS-Anflug. Ja, schöne Fett liegt auf 200 Fuß. Wir gehen mal auf 1. Das ist jetzt überhaupt nicht nach Prozedur. Das ist wirklich nur ein Test für den Autopiloten. Von schräg sind die Klickspots immer so ein bisschen anders. So, ich nehme jetzt ein bisschen Torque raus, hau die RPM wieder nach vorne, bevor ich es vergesse. Und am HSI können wir auch erkennen, dass das Signal eingefangen wurde, ja? Und der Kenner ist auch schon mal drin. Was wir gerade nicht angezeigt bekommen, ist die Entfernung. Jetzt hat es getriggert. Oder? Er ist jetzt ein bisschen eigenartig. Glide Slope wird auch nicht angezeigt. Wir müssen nochmal switchen kurz. Das ist auf jeden Fall richtig. Ich muss noch kurz was testen. Warum zeigt er mir hier die Entfernung nicht an? Das hat vorhin im Test eigentlich geklappt. Eieieiei, aber das ist ja der Standard Garmin. Also das hat jetzt nichts mit der Twitter zu tun eigentlich. Das ist... Wenn man das die andere Bahn...
Also der Backcourse. Die 7 rechts müsste das sein. Die zeigt da an, ne? Mit 9 Meilen. Ist aber die falsche. Er liest. Er liest mir das eigentlich auch aus, also die DME-Entfernung. Und die Gleitslope wird auch angezeigt. Also. Das kann jetzt einfach. Am GPS liegen, dass er mir hier die Entfernung nicht anzeigt. Vielleicht ist das. Ja, vorhin hat er mir beim ILS aber eigentlich die Entfernung angezeigt. Vielleicht kommt das auch erst im Approach-Modus. Ganz kurz umschalten. Nein. Ja, das kann ich gerade nicht sagen. Das dürfte aber, wie gesagt, meine Maus ist wieder weg. Nichts mit der Twatter zu tun haben. Wir richten uns jetzt einfach nach dem. Achso, ich bin vorhin höher geflogen. Das kann sein. Wir richten uns einfach nach, nach dem HSI hier und dann ist gut. Wir gehen mal mit der Geschwindigkeit wieder ein bisschen hoch. Er hat aber trotz der geringen Geschwindigkeit wirklich gut die Höhe gehalten. Ne? Das war, glaube ich, am Anfang so ein Problem. Wenn man langsam geflogen ist, ist er eigentlich abgesackt. So, 8 Meilen entfernt. Ja, normalerweise fliegt man den Anflug hier in 3000 Fuß Höhe. Da kann sein, dass das Signal einfach besser ist. Aber dann brauchen wir auch ewig, ne? So, wir drehen jetzt rein. Ja, erstmal wieder mit dem Headingbug. Kann auch gedrückt halten. Relativ dicht dran. Wir drehen mal gleich so auf den 45 Grad Abfangkurs. Gleich fast weiter drehen. Auf einen etwas schmaleren Kurs. Naja, sagen wir mal flacheren Kurs. Ja, genau. Können eigentlich genau drauf drehen jetzt. Sieht ganz gut aus. So, dann machen wir den Approach-Modus scharf. Ja, hier, wir drücken am Autopiloten einfach den Approach-Modus. Und wir sind jetzt die gearmten Modi, ne? Nav-Arm ist gleich umgesprungen auf Nav-Capture, also hat den Localizer jetzt eingefangen. Und die Glide-Slope ist gearmt. Und wenn das klappt wie vorhin im Testflug, dann fängt er die Glide-Slope auch alleine ein. Also man braucht den Alt-Modus nicht ausschalten oder so. Er fängt die Glide-Slope, sobald wir da sind. Aber die hat er jetzt nicht in. Achso, die ist über uns. Die müsste. Nee, aber die müsste aber anzeigen, die Glide-Slope. Also. Es ist wieder. Der Vorführeffekt ist herrlich. Wir gucken mal, ob die Glide-Slope da gleich nach runter kommt. Wir sind einfach ein bisschen flach gerade drin, ne? Spätestens bei. Warte mal, auf 1500 Fuß. Wir müssten bei 4,5 Meilen. Müssten wir die Glide-Slopes schneiden, spätestens. Gucken wir mal. Kann ruhig mit 120 Knoten fliegen. Die Twin Otter baut auch relativ schnell Geschwindigkeit ab nachher. Braucht man nicht so trödeln hier oder so langsam fliegen. Ach Leute, wartet mal. Ich habe vergessen, am Radio wieder umzuschalten. Oder? Nein. Alles gut. Ich bin manchmal aber auch echt so ein bisschen durcheinander, ne? Jetzt kommt auch die Glide-Slope. Was ich in dem Flugzeug nicht gefunden ist, wie wir zwischen NAV 1 und NAV 2 für den Autopiloten umschalten können. Aber das kann sein, dass der das gar nicht hat. Das hat nicht jedes Flugzeug, nicht jeder Autopilot. Nee, passt jetzt. Wir gucken jetzt mal genau, ja, ob er die Glide-Slope einfängt.
Ja, wenn sie hier in der Mitte ist, müsste das hier oben umspringen auf Glide Slope Capture und dann muss er die Glide Slope noch halten und dann ist alles gut. Localizer scheint da stabil drauf zu haben und jetzt wird es interessant. Und Glide Slope Capture ist grün. Ja, er verlässt automatisch den Altmodus. Ich muss ein bisschen Power rausnehmen, damit wir nicht zu schnell werden, sodass wir langsam auf unsere Landegeschwindigkeit, ich glaube von 74 oder so, runterkommen. Ja, ist 74, ich gucke jetzt nicht rein. Ist 74, wir setzen bei 105 Knoten, Flaps 1, damit wir schön langsamer werden, peu à peu. Bei 95 Knoten können wir Flaps 2 setzen. Die Rolldämpfer machen wir aus. Ich setze mich schon mal ordentlich hin. Gebe wieder ein ganz klein bisschen Power rein, sonst wären wir definitiv zu langsam. Also er hält super den Glide, also den Localizer und die Glide Slope. Man darf auch nicht vergessen, viele Leute spielen mit Live-Wetter und haben dann wahrscheinlich manchmal einfach auch Bedingungen, ach, viel zu schnell schon wieder, wo das Flugzeug einfach gar nicht fliegen würde. Oder das auch in echt nicht schafft. Ne? Wir dürfen nicht vergessen, das sind ganz einfache Autopiloten. Ich glaube, auch im echten Leben wird es da durchaus Probleme geben, wenn irgendwie der Wind zu doll ist oder sowas. So. 75. 74. Da ist eigentlich unsere Geschwindigkeit, die wir über der Threshold haben wollen. Wir sind noch 2 Meilen entfernt. Flaps voll. 37 Grad. Und wir schalten jetzt auch gleich manuell, also den Autopiloten aus, so manuell fliegen. Bisschen zu langsam, ich muss da ein bisschen Power reingeben. Die Warnungen sind auch super zu hören jetzt. Und wir schalten den Autopiloten aus. Zack. Ja, Warnung, schön zu hören. Jetzt mal ein bisschen runter trimmen. Ich komme ein bisschen hoch rein, aber die Bahn ist hier lang genug. Schub ein bisschen. Ja, da ist ab und zu so komischer Zaun zwischen, ne? Hast du das gehört? Das ist, glaube ich, dieser Übergang immer in den Beta-Range oder so. Aber wie gesagt, ich finde es nicht so schön. Gut, liebe Leute, wie immer am Ende ganz kurzer Hinweis auf unseren JD Community Discord Server für den Flugsimulator. Wir haben inzwischen über 6000 Mitglieder. Wir haben ein kleines mehrköpfiges Supporter-Team und mehrere Text-Support-Kanäle. Wenn ihr also irgendwelche Fragen zu oder Probleme mit dem Flugsimulator habt, kann ich euch noch anbieten, kommt zu uns auf den Discord. Man kann dort in meinen Augen wesentlich besser helfen als über die Kommentarfunktion bei YouTube.
Ihr könnt euch dort natürlich auch einfach nur mit anderen Leuten über den Flugsimulator austauschen oder Mitspieler suchen. Den Link zum Discord findet ihr oben rechts auf meiner YouTube-Seite bzw. in der Videobeschreibung. Wenn euch das Video gefallen oder vielleicht sogar ein bisschen geholfen hat, dann lasst bitte wirklich einen Like da. Das ist unheimlich wichtig für das Rating bei YouTube. Und wenn ihr mich langfristig unterstützen wollt, dann denkt vielleicht auch über ein Abo oder eine Kanalmitgliedschaft nach, sofern ihr es noch nicht getan habt. Ansonsten wünsche ich euch immer einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.